Wieder keine Punkte für Bamberg. Gerade Halbzeit 1 spiegelt die Situation in der Tabelle wieder. Die Führung für die kleinen Löwen in der 17. Minute riecht zwar nach Abseits, aber Bamberg lässt den Münchnern einfach zu viel Raum. Gerade das, was man ja eigentlich vermeiden wollte. So auch beim 0:2. Vollmann ohne Gegenspieler am 16er des FC Eintracht platziert ins Eck. Erneut nichts zu halten für Aller, der einem echt leid tun kann bei dieser Abwehrleistung. Noch vor der Pause quasi die Vorentscheidung. Wir haben halt die entscheidenden Zweikämpfe nicht gewonnen und den 60ern zu viel Raum gelassen und die drei Tore waren einfach zu einfach. Das Bamberger Aufbäumen in Durchgang 2 mündet trotz mehrerer Chancen nur im Treffer zum zwischenzeitlichen 1:3. Görtler trifft aus dem Gewühl heraus, doch weitere Chancen werden vergeben. Dafür machen die Gäste kurz vor Schluss dann den Deckel drauf. Konter über Mwibudulu. Die Ablage für Vollmann, das 1:4, der Endstand im Fuchsparkstadion. Ich denke, man braucht sich nicht beschweren, wenn man so eine erste Halbzeit abliefert. Ohne Kampf, ohne Leidenschaft, dass die zweiten Mannschaften Fußball spielen können, wissen wir. Aber wenn man halt gar nichts dagegen wirft, braucht man sich überhaupt nicht beschweren. Das ist auch völlig verdient, die Niederlage. Natürlich ist in der momentanen Situation auch der Kopf ganz stark mit dabei. Und es wird mit jeder Woche nicht besser, wo man nicht punktet. Die Jungs brauchen ein Erfolgserlebnis. Aber es ist auch klar, dass man sich dieses Erfolgserlebnis jetzt wieder in der nächsten Woche erarbeiten muss. Und insofern werden wir genauso weitermachen und in Augsburg dann an die Sache herangehen und versuchen, dort unsere drei Punkte zu holen.